weiter geht die Reise. Herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Vielleicht mit der letzten... Ja, super. Und ich kann jetzt hier natürlich keinen hochnehmen, weil die scheiß Kopf mir schon wieder... Weil die Kopf direkt hier gegenüberstehen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Nerv zu. Eigentlich wäre da noch einer, glaube ich. Oder? Wäre da überhaupt noch einer? Oder wäre da nur was zum Quatschen? Okay. Warte mal, dann machen wir das doch eben. Wir müssen, glaube ich, mit irgendwem quatschen, nur... Das machen wir eben schnell noch. Ja, ich weiß, da ist wieder ein Taxi. Fährt da vorne, aber ist jetzt gerade uninteressant. So, mit der jungen Dame sollen wir kurz. Sie suchen mich. Ja? Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine damit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat's eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propagandaverstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja. Wenn Moreau beginnt, Geld zu verlieren, will er wissen, warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Hier redet niemand. Ich denke, sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Na, tun wir mal gucken. So, die Southern Union verwendet rassistische Pamphlete und utilisiert, um schnell wieder Geld zu verdienen. Zerstöre alles, was du dieser Art finden kannst, um ihre Einnahmequelle auszutrocknen. Warum kannst du hier nicht bleiben? So, wir haben das Auto wieder. Oh, wir wollten ja noch jemanden erledigen. So, wir sollen, haben wieder ein bisschen mehr Aufgaben. Also wir haben heute ein bisschen was, also nicht heute, aber in den nächsten Folgen noch ein bisschen was zu tun. Ich erwarte, wie gesagt, ich kann sein, dass das die letzte Aufnahmesession ist. Glaube aber eher daran, nicht dran. Ja, genau. In die, genau diese Lücke, wo ich rein will, kommst du auch rein. Naja, egal. So, 37.000. Dann haben wir Bastions PCP-Köche oder PCP. Wie auch immer. Das Taxi ist gerade herzlich uninteressant, wie gesagt. Ah, da steht da noch ein Name. Ich dachte, der folgt jetzt. Genauso kostbar wie deine. Ich finde. Wollt ihr mich denn jetzt gesehen? Ich weiß nicht, ein Fetzer oder was? Ist der drin oder wo? Guck ich hier nicht rein?
kamen sie raus. Ah. Irgendwer killt uns alle. Hä? Der haut Scheiße, mir nicht wo ab. Steckt der Kerl? Ich könnte Hilfe über den Telefon brauchen. Hören Sie mich! Warte eine Sekunde. Scheiße. Ich hab ein Geheimnis, Bitch. Ja, ich auch. Komm her. Ich erledige dieses Abend. Ich weiß, dass der eine da unten noch draußen da sitzt. Jetzt rate mal, wer diese Scheiße zu Ende bringt. Ich? Ja, meine Notiz. Uns geht langsam das Piperidin aus. Darum musste für Mr. Bastion eine neue Lieferung aus Baton Rouge besorgen. Kalzkrebs ist wieder aufgeflammt, daher wirst du die Sache mit seinem Bruder Francis durchziehen. Francis wird dich wahrscheinlich zum Essen einladen, also benimm dich nicht so, als hättest du es furchtbar eilig. Gehen ist ein Wels. Und komm wieder zurück. Okay. Ja. So, der ist draußen immer noch, ne? So, erledigt. Also zumindest das Ding. Ich hole mir den Typen jetzt gleich. Moment. Ich spiele noch ein bisschen mit dem. Ist ja kein Problem. So, wieder 750.000. 750.000, jawohl. Scheiße! Und gute Nacht. So. Erledigt. Und das ohne viel Munition zu verbrauchen. Das war der Plan an der Sache. So. Das Labor ist hochgenommen. Guck mal, ob es auffällt, wenn ich mit dem Karre jetzt bin. Ist das irgendwas unterwegs? Warte zu mir. Sind da unterwegs? Ah, ein Taxikurier, okay. Ich muss die Streife in Frisco Fields loswerden. Verstehe. Sieht, dass ich. So, die Taxistreife ist weg. Wir müssen wieder jemanden töten. Der nächste ist Lonnie Grimmer. Oder Grimmer, wie auch immer. Wir haben noch 18.000, also viel haben wir nicht mehr so wirklich zu machen. Dann haben wir das Thema PCP erledigt, liebe Leute. Wir haben noch eine andere Mission, einen Missionsteil, aber wie auch immer. Ja, hier war der. Ich dachte mir schon, nein, jetzt wird sie hier eine Zettel. Also den einen Taxikurier haben wir weg. Der hat auf jeden Fall doch gut Schaden gefressen. Und bisher braucht man noch nicht unser kleines Aufräumkommando. Bisher haben wir es auch ohnehin gekriegt. Das war mir so klar irgendwie, dass der ohne zu bremsen abbiegen muss. Okay. Ich bin überrascht, das ist ein unbefugtes Gebiet. Das ist ein unbefugtes Gebiet. Nur so schwitzen.
Erledigt. So, ich fahre oben auf die Autobahn am besten. Jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv dazu. Oh nö, ne? Die jagen mich jetzt gerade. Das erste Schmal. Machen wir das anders mal. Die fahren oben lang weiter, wahrscheinlich weiter. Und damit sollte ich die Typen eigentlich hoffentlich bald los sein. Auto irgendwie. Aber das kann ich jetzt nicht klauen, wenn der Kopf direkt hinter mir. Aber ich scheine die Typen los zu sein. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, die scheinen weg zu sein. Gut, wir müssen wieder wen töten. Das wäre dann da oben. So, die Karre fahren wir nicht mehr. Und hier ist gerade auch extrem schwierig, ein Auto zu organisieren. Aber es war die richtige Entscheidung, da runter zu fahren. Weil so konnten die uns nämlich nicht mehr folgen. Und wir haben den Typen direkt im Zack, Zack, Zack geholt. Und es war irgendwie das Wichtigste. In ein Auto und ich habe keine Chance momentan gerade irgendwie eins zu holen, weil hier überall Leute sind. Da hinten ist eins. Das könnte ich mir holen. So, dann war das Auto mit. Und jetzt kriegen wir das noch hin in dieser Folge hier. Hier ist noch ein Sunny-Kit. Jetzt ziehe ich aber mit dem Auto davor. Keine Sorge, wir machen das noch bald. Die ist irgendwo oben, ne? Ich könnte in Rente gehen. Was tue ich dann? Hühner züchten? Bei meiner Arbeit in der Bar lerne ich jeden Tag. So. Hier hinten ist der. Ist die. Ne, ist der. So oben ist richtig natürlich. Der Erste-Hilfe-Kasten ist hier drin in dem Haus, oder was? Na dann, machen wir das nochmal auf. Na, immer, das war gut, ey. Die Polizei wird sich um euch kümmern. Oh, oh. Nicht so, Kollege. So. Ja, Erste Hilfe ist jetzt geholt. Wunderbar. Dann können wir wieder raus. Und den nächsten Typen opfern. Vielleicht haben wir danach sogar... Machen wir das auch wirklich in diese Folge? Ich glaube, wir machen das sogar. Weißt du, wahrscheinlich doch erst in der nächsten Folge. Da können wir wahrscheinlich in der nächsten Folge noch den PCP-Boss holen. Und ob das dann schon reicht, um Olivia Meccano rauszulocken, wahrscheinlich eher nicht, weil da fehlt wahrscheinlich doch ein Teil. Aber ich glaube, das könnte sein, dass wir das danach haben. Und danach geht es wahrscheinlich im Boss dann dran. Ich weiß es noch nicht. Wie weit? Jetzt sind noch ein bisschen Luft.
So, okay. Ah, meine Güte, Alter, du brauchst aber auch 5 Jahre, bis du dann irgendwann mal um die Kurve fährst. So, dann fahren wir hier weiter. Wenn da noch einer aus der Seitengasse kam. Ja, also viel ist es, wie gesagt, ist es nicht mehr. Ich weiß nicht, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie viel es noch ist, aber so viel wird es nicht mehr sein. Lass mal stehen, braucht man jetzt nicht. So, einen guten Kilometer vor uns, 8300. Eventuell kann man gerade dann wahrscheinlich in der nächsten Folge dann ja. Ich denke, dass dieser Bastion oder wie der heißt, Mr. Bastion, dann der Boss sein wird. Hier lassen wir es gerade mal außen sein. Ich will nur den Typen da töten. Das tut dem, glaube ich, ein bisschen mehr weh als das Unternehmen. Wenn das Unternehmen kannst du immer wieder aufbauen. Die Leute, die kriegst du nicht wieder. Wolf ist wahrscheinlich der nächste Deppen, wenn er das machen würde. Da, wo wir sind, ne? Ja, das eine ging ihm schnell. Zack, zack, zack. Einfach auf den Typen gezielt und hat er mal kurz mal ein, zwei Schüsse gegeben und dann war der auch weg. Informant. Was liegt an? Keine Zeit für Gewäsch. Gut, dann machen wir den Teil aber erst in der nächsten Folge.